Kleine Info: Die Audio für diese Folge war so asynchron zu meiner Stimme, dass ich Josh Spur eingebaut habe. Es ist zu empfehlen, die Folgen, die dieses Problem haben, bei Josh zu schauen. Damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Soling Challenge in der Heart Gold und Soul Silver Edition. Mit dabei, Yoshi Kühl. Danke, Kai. Toasty. Geil, Toasty. Ich habe auch so gedacht, ich wollte dich eigentlich Josh Kühl nennen, aber ich krieg's So. irgendwie nicht gebacken. Ich wollte vorhin noch so offscreen mein Pokémon noch ein Item wegnehmen. Und dann habe ich auch gesehen, mein Pokémon trägt einen TM. TM 71 von Fußpilz weggenommen. Jetzt frage ich mich, was für ein TM das ist. Metallklaue! Oh. Das ist schon nice. Metallklaue überhaupt im Pool zu haben, ist schon eine schöne Sache. Also, ja. kann man Gegen mitarbeiten. Feen? Ach, warte, Feen gibt's nicht. Gegen Feen. Gegen Fee, ah. Okay, dann Fußpilz wird lieben. Was kann Fußpilz eigentlich? Das wollte ich eigentlich geguckt haben. Bericht. Es kann nur Kratzer, okay. Aber immerhin, besser als nichts. Besser als Besser als mein Starter. Es kann immer noch nichts. Ist das traurig. Okay, auf. Also ich bin sag Knopf. mal D, Smiley, weiß nicht, wohin es als erstes soll. Vor allem durch dieser Smiley. Ich Das hab kann still den entstanden. ersten Kampf jetzt mit Knuffensaturm. Oh, warte, ich stand noch davor und hab mit meinem So, Quarko geredet. ja, wir hier auch wüten. Der Turm steht felsenfest. Okay, den kann man nicht aus. Drei Pokémon. Lazy Wayne. Ah ja, super. Drei Kusilla. Pokémon. Kusilla. Das ist natürlich super mit meinem Pflanzenteam, ne? Definitiv. Kamau. Ah, Frigü. Gift-Hieb! Oh, ich hab's instant vergiftet. Ach, ja, du bist doch. Ha! Ha! Sag Ah, mal! eine Sache. Ha! Sag mal, wir haben gar nicht Glaciola. Super, der Knuffensaturm ist Eis bei mir. Oh. Das ist toll, ne? Mit Oh. meinem Full-Pflanzenteam. Wir haben in den Einstellungen nicht festgelegt, ob wir Pokémon wechseln dürfen, wenn die Gegner Pokémon Stimmt, wechseln ich oder nicht. würde sagen, wir lassen es drin, einfach das wechseln, weil Okay, wir wir werden dann, es okay, hart dann. genug bekommen, glaube ich. Okay. Wir Wir bekommen jetzt auch schon auf die können ja sagen, wir Schnauze. können ja sagen, dass wir, wenn wir das erste Mal die Top 4 haben, für die zweite Hälfte das dann ausstellen, damit die zweite Genau, Hälfte noch ein bisschen genau. Das ist. spannend bleibt oder sowas, weil die ist ja dann nicht so spektakulär mehr, ne? Also, die wird Ja. cool sein, weil wir da sind und vielleicht auch noch Fußpilz oder eine Klobürste. Wie kann der Knofensaturm bei mir Eis sein? Bei mir ist er Boden. Das hätte Da ich hab gerne! Wie schön ich wenn. glaub's dir. Ich bin auch fein mit. Ich meine, ich habe zwar jetzt bei Gift-Moves machen nicht so viel, aber ich habe ein Flug-Pokémon. Und ich habe potenziell meinen Fenser. Aber zum Glück kann Glaziola nichts anderes als Tackle bei Level 3. Weil Ja? sonst hätte das schon wehgetan, glaube ich. Oh, die Viecher leveln so hart, ne? Ich habe durch den Level 3 Pupanze ein Level bekommen mit meinem Squawk. Creakle. Oh nein, jetzt kommen die auch mit Pflanzen-Pokémon, mit Eis-Pokémon. Welch Popü? Please. Fußpilz erreicht Level 5. Warte mal, war nicht auf 3? Okay, erstmal direkt zum Level geskippt. Ja, Lapras. Betrog Creakle. Ist okay. Hau halt Lapras rein. Ich meine, das wird zumindest neutral von deinen Pflanzenmoves getroffen. Ja, das ist schön. Ich hab hart gekämpft, doch war ich. Weiß nicht. Wieso werde ich eigentlich so hart gefickt? Das kommt durch den Namen, den du meinst, Gorku an reingetroffen. Was Daher. hast du gegen Suck My D? Ich hab nicht gegen Gorku. Du hast es selber zu verursacht. Du hast selber Ich verursacht. dachte, das wird dann lustig, so als Übergang, von wegen, wenn du dem Vieh jetzt einen Namen gibst, so von Ach wegen, so. dass der das macht, so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du darauf.
Kein Mitleid. Kein Mitleid, ihm sagt Dankeschön. Habe ich auch kein Mitleid mit dir und deinem Eisding da. Weil doch, wenn es dich, wenn es auf dich zurückschlägt, vielleicht schon. Ja, 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 das, ja. Nee, nicht dein Ernst. Okay. Ich bin Lapras, ich kann auf Level 3 Gesang. Ach Gott. Und Heuler. Ich bin Lapras, ich kann das. Ah, wildes Pokémon. Das ist jetzt noch so schön. Frigü, aufstehen, hallo. Frigü, please. Bei mir gibt es noch Goldini in den Formen. Also eine Runde schläft man ja immer safe, wenn irgendwas ist, ne? Richtig. Aber Eisbärenstein. Ich habe mein erstes Fossil. Nice. Geld? Oh, Frigo ist jetzt schon auf Level 10 und Cap ist 13. Ich glaube, wir werden größtenteils das eine Ding gehen müssen. Wir müssen, glaube ich, gleich noch neue aus der Höhle fangen und sowas, einfach weil wir keine anderen mehr einsetzen dürfen. Okay, ich gehe weiter hoch. Oh, nee, runter ist das. Das ist ein Ball. Okay, den nehmen wir mal ein. Wurzelfossil! Oh. Ich habe ein Fossil! Wir haben beide ein Fossil, ja Mann! Kann man dem ausweichen hier? Nein, kann man nicht. Knuffenserturm aus Eis. Dank aus, damit wir nie vergessen, den verdanken. So, aber Fußpilz sollte doch wohl jetzt auf Level 5 schaffen, allein ein bisschen hier zurechtzukommen, oder? Hippoterus, Bruder, muss so los. Ah, Godzilla kann nur... Alter, natürlich krittet ein kleines Godzilla mit dem Fund, ey. Hippoterus kann potenziell Eis... Oh Gott, hier raus. Angst davor. Wavepupü, Anitia. Es kann auch Donnerzahn potenziell. Ich hasse mein Leben. Aber nicht auf dem Level in der Regel, oder? Ich weiß es nicht. Guck, was es macht. Gena. Stachelspore. Nice Fuß. Und Giftpuder. Nice. Ich wechsle raus auf Donnerbalken. Ich weiter hab ein bisschen Angst. Sandwirbel. Pokémon. Klobürste tauschen. Angst. Wie ich einfach nur über die Klobürste wegtauschen muss. Einfach, Nein! Doppelteam! Mach nicht sowas! Mach doch nicht diesen! Mach nicht diesen, mein Freund! Donnerbalken hat aus dem gerade einen Hippoterus gewonnen. Ich meine, das ist 7 Level drüber, aber es ist ein fucking Profenser gegen einen fucking Hippoterus. Bruder. So, Frigün, jetzt kannst du mal deine Zielgenauigkeit... Pulverschnee. Nidoking. Danke. Das ist den Shit, den ich haben will. Ich hatte jetzt gerade richtig Angst. Weil wäre Frigün eingefroren worden, hätte ich nichts gegen Frostetje gehabt. Oh, ja. Sehr, sehr belastend geworden. Nochmal Doppelteam. Ist klar. Hör auf. Das ist Madness! Das macht Oh nicht. Gott, Flashbacks, das macht Energiefokus. Also, okay, immerhin. Ich wechsle schon alle drei Pokémon im Kampf ein, damit Frigü nicht zu schnell steigt. Oh, dein stärkster Move ist Schnabel. Ja, okay, da habe ich mir gerade umsonst Sorgen gemacht. Ja, dachte jetzt ist er zärtlicher gegen einen, das ist. Kaitos! Ja? Du glaubst nicht, was gerade passiert ist? Nein. Ich kann mit der Klobürste angreifen. Oh nein. Es ist passiert. Die Klobürste kann jetzt tackeln. Krasser Scheiß. Unser Starter kann was, ja. Es ist jetzt brauchbar. Es kann sich jetzt verteidigen. Ich würde gerade mit Abschlag ein Nidoking. Oh, Pulverschnee auf. Okay, es ist so viele. Alter, das ist 7 Level. Das ist Level 3 gegen 10. Das ist fast die Hälfte. Dieser Moment, wenn dein Skorkro vergiftet wird. Okay, das ist ein ganz komisches Gefühl. Das fühlt sich wirklich komisch an.
Ich meine, rein theoretisch ist Gorkro kein Gift-Pokémon, aber es hat halt Aufheber und so einen Spaß als Fähigkeiten, deswegen ist es seltsam. Und es hat einfach gerade 2 Level durch dieses Nidoking bekommen. Boah, ich kriege jedes Mal gerade Herzrasen, wenn diese kurze Pause nach einer Attacke ist, wenn Pulverschnee drauf gelandet ist. Auf ja, ich kenne das so gut. Alter Schwede, sag mal kurz das Mauspad ein bisschen so. Spielt sich die Moves oder was? Setz Sandwirbel ein. Ja, gib mir den Sand, Bruder. Gib mir ihn. Gönn ihn mir richtig, mein Freund. 144. Okay. Trepp. Hä? Okay, oh. Wave-Pü. Anitja. So. Ich hab einen Finsterball bekommen noch. Ja, Pokéball. Also, du bist noch bei dem Kampf, bei dem da links in der Ecke. Ja, ich werde gerade die ganze Zeit von Sandwirbel bespammt, weil das Vieh nichts anderes hat, wahrscheinlich außer Sandwirbel und Bodenattack. Ja, und ich wechsle gerade zwischen meinen beiden. Ich überlege halt, ob ich gerade einmal zurückrenne oder nicht, weil dann würde ich Klobürste und Fußpilz einmal hochheilen können. Dann mache ich das mal. Ja, ich glaube, ich komme jetzt auch gleich mit. Okay, weil... dann laufe ich einmal erstmal zurück. Auch dann? Ich weiß halt nicht, wie viele Kämpfe das jetzt noch sind, aber nur mal sicher, es sollten wir gehen, ne? Julian! Guten Tag, Posti! Julian am Apparat, wie geht's? Neulich habe ich einen Wälzer gesehen. Ich wollte es fangen, aber der Versuch ging da nach hinten los. Ich muss deinen Hund aufregen. Pokéfang ist eben nicht meine Stärke. Keidras! Was? Warum muss ich Fußpilz haben, wenn ich einen Wablu hätte haben können? Nein! Das ist so traurig. Gut, aber ich muss ehrlich sein, ich wüsste nicht, ob ich Batzi mit einem. Mit meinem Scorecrow gelingt. Mantirps wäre auch noch möglich gewesen. Ich habe immer echt Angst vor diesem komischen Gift, ne? Halt jedes Mal. Ich habe viel mehr Angst vor Eisattacken. Die hatte mein Scorpio aber auch. Das ist wieder wie so ein richtiger Penner in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt die ganze Zeit nicht zu sehen war. So. Professionell, Leute. So. Also die Frage ist jetzt, wollen wir noch in die Höhle gehen? Und das Pokémon da fangen. Einfach nur, um jetzt im Knofensa-Turm das ein bisschen mehr aufzuteilen, die XP, die wir automatisch kriegen. Das und einerseits halt noch ganz nett doch was, noch als was zu haben, weil Goku ist halt auch jetzt Level 8, ne? Okay, das habe ich noch nicht. Mein Fußpilz ist noch auf Level 6, aber... Kommt halt die Frage, wie viele Bälle hast du? Beute... Ich habe gerade 8. Ich habe 12 plus einen Finsterball. Also 8 sollte eigentlich machbar sein mittlerweile. Guck mal, ich hab noch Flotstaub, den kann ich verkaufen, weil ich weiß nicht, ob ich ein Ditto bekomme und ob ich dann das Ditto dann mit Flotstaub spielen will, weiß ich auch nicht unbedingt. So, ich guck mal, wie teuer ich das Dings verkaufen kann. Flotstaub. Wie teuer ist der Finsterball? Cool. Ich kann für 500 einen Finsterball verkaufen. Ja, da kriegst du wie viele Dinger für? 2 Pokébälle und ein Gegengift. Wie viel kriege ich dafür? Oh, 1400. Okay, ich habe. Ja. Ich nehme zurück, was ich zu Vitalkraut gesagt habe. Das konnte man gut verkaufen. Ansonsten habe ich nichts mehr, ne? Kaufen. Erstmal hole ich mir noch 3 Gegengifte. Kaufen. Ist eine gute Idee. Bevor ich jetzt vergiftet werde, dann kann ich noch 2 Pokébälle kaufen. So. Ich kann 8 kaufen. Ja, jetzt habe ich 14. Also mit 14 sollte ich gut aufgestellt sein. Ja, wir kriegen das hin. Ich bin gut. Da guter Dinge. Hab ich geheilt. Und ich habe jetzt halt ich habe halt Fußpilz jetzt vorne weg mit Stachelspore. Ja, ich habe Abschlag. Abschlag ist eigentlich auch ganz... Ja, aber obwohl, Abschlag ist uncool, wenn du dann ein Item bekommen könntest und es dann wegfliegt. Ja, okay, klar. Wir haben das Beste. Also zur Höhle, ne? Okay. Achso, Knofensa-Turm sollte ich nochmal bei uns reinschreiben. Knofensa-Turm... Doppelpunkt Paras und Skorgro. Oh, ich habe mich verschrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja, so. Das passt. Okay. Also ich bin jetzt in der Höhle, ich warte, bis du auch in der Höhle bist. Okay, ich bin auch in der Höhle. Dunkel. Okay, ja, okay. Einfach hier vorne ein bisschen hin und her steppen. Ja, wir könnten eigentlich gucken, ob wir an die Items rankommen. Ich habe einen Encounter und das ist... Okay, Encounter. Oh, oh, oh. Es ist
so doof. Was ist es? Shelterra. Soll ich dir sagen, mit was es gelingt? Was wär's denn? Schnurrgas. Oh Gott. Die zwei Schwergewichte, Digga. Erstmal mache ich Stachelsporen. Das ist schon mal nice. Und mein Fußpilz ist zwar Level 6. Das, also ich weiß gar nicht, ob Stachelsporen funktioniert, weil einerseits Boden und andererseits ist es halt... Shelterra wurde paralysiert. Ja, okay. Level 6 Paras sollte ein Shelterra Level 2 einen Kratzer aushalten, oder? Vielleicht. Wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht fangen können. Das ist zu viel Pokebälle für ein Pokémon. Es ist halt eine Weiterentwicklung, ne? Dritte Entwicklung. Ja oder nein? Was war das mal? Shelterra gegen? Shelterra gegen Paras. Also gegen Fußball. War das Shelterra, obwohl, was, er hat nur Kratzer, ne? Er hat nur Kratzer. Ja, mach mal. Okay. Geklickt. Haha, ich kann nochmal einsetzen. Und er setzt Absorber ein. Okay. Ja. Also ich kann mich ein bisschen vertrauen hier. Ich warte gerade drauf, dass das wie... Oh, warte, ich habe Scherenmacht mit dem Ding, ne? Ah, soll ich riskieren, dass es kein Item hat? Weil du musst... Was war das mit Wachstum? Erhöht den Spezialangriff. Bedeutet, wenn ich jetzt die ganze Zeit Wachstum drücke, dann erhöht sich zwar mein Spezialangriff, aber nicht mein Angriff. Und ich kann warten, dass es meinen Angriff senkt. Ich glaube, das mache ich. Ich werfe einfach schon mal einen Ball. Ich will die ganze Zeit Okay, lieber nicht. Ich hab's. Ich werde Pflanzentrainer. Durch und durch. Shelterra Level 2. Wundervoll. Ich habe halt ein bisschen Angst, weil ich möchte eigentlich, dass es nochmal Heule einsetzt. Das setzt doch die ganze Zeit Mogelhieb ein, das ist Idiotenvieh. Wenn es da lang. Setzt man nicht Mogelhieb ein, kommt es jetzt doch wieder Heule ein. Kommt zweimal Heule, dann traue ich mich vielleicht auch anzugreifen. Heule Nummer 1. Bitte nochmal Heuler? Schnurrgas. Wie spielt man Schnurrgas? Du bist ja die Expertin von uns, ne? Also Schnurrgas ist tatsächlich vom Angriff her gar nicht mal so schlecht. Und daher, dass es halt Mogelhieb Step hat und gar nicht mal so langsam ist dafür, dass es halt eine übelst fette Katze ist. Also ich hab dir schon mal überlegt, den zu schaffen. Der hat zweimal Heuler angesetzt. Jetzt kann ich vielleicht auch überlegen, mal anzugreifen. Aber ich habe echt Angst. Und mit wem greifst du an? Mit Knuffenser. Knuffenser, ja, okay. Können wir darüber reden? Ich habe minus 2 Angriff und mach die Hälfte. Also es war echt gut, dass ich abgewartet habe. Boah, ja okay. Mit der Hälfte probieren sollte aber machbar sein, oder? Ja, ich bin gerade dabei. Wenn es dann vielleicht noch 8-mal weitere Heule eingesetzt hat. Nein, mein Notizzettel ist runtergefallen. Ich brauche meinen Notizzettel. Bitte bleib auf der Hälfte. Boah, Shelterra wäre schon cool. Hätte ich wirklich... Also Schnurrgas, ja... Es ist okay, ne? Also ich muss sagen, ich bin sogar relativ zufrieden mit Schnurrgas. Das hätte mich schlimmer drauf machen können und so. Also sagen wir mal so, 2 Pflanzenstarter plus noch 2 weitere Alter, wenn ich bei Erika ankomme, ne, die wird neidisch sein auf mein Team. Durch und durch. Durch und durch. Die geht nicht rein. Ich habe jetzt schon das coolere Team. Naja, fast. Ich habe ein paar Rasse und einen Hopsprosser. Aber Shelterra, Gewaldro ist halt schon insane, die beiden. Oh ja, oh ja. Vor allem ist Shelterra super cool. Ne? Mal schauen, was wir noch kriegen. Aber das Ding muss lass mich erstmal die fette Karte. Ich muss aber sagen, Gewaldro, Gyarados ist halt einfach insane. Also ich weiß das nicht. Das ist das beste Paar bisher, definitiv. Also klar. Ich hab die fette Karte gefangen. Nice. Bruder, muss so los, Alter. Männlich oder weiblich? Weiblich, Gott sei Dank. Tigerkatze behagt ihm die Behausung eines anderen Pokémon, bleibt Schnurrgas einfach da und nistet sich dort ein. Toll. Eine asoziale fette Katze. Eine asoziale fette Katze. weißt du, was gemein ist? Ich muss gerade an meine Katze denken, weil die auch so fett ist. Was? Wieso nennst du Amy eine Katze? Ich zitiere Josh. Nein! Warum nennst du Amy? Entschuldigung! Excuse me, what? Ich muss ganz kurz.
kurz meinen Zettel erweitern, dass ich einfach hier Excuse Me What einfügen muss. Ich weiß nicht, wie die Höhle heißt. Irgendwas mit Dunkelhöhle, ne? Dunkelhöhle. Ja, ich bin nicht glücklich. I'm not happy with the solution. Sarah. Und Schnurgas. Keine Ahnung, wie Schnurgas geschrieben wird. So. S-H-N-U-E-H-G-A-S. Okay, ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Ja. Ich hab's falsch geschrieben, egal. So, männliches Shelterra. Immer wenn ich an Shelterra denke, muss ich an Chester denken, weil so hieß mein Shelterra damals in Platin. Deswegen nenn es bitte Chess. Was? Chess? Chester. C-H-E-S-T-E-R. Wie der Typ aus Wenn helfen Elfen. Wenn Elfen Chess. Helfen. Wenn helfen Elfen. Ja. Chester. Du hattest eine weibliche, ne? Ja. Passend zu Chester, wenn du sagst, helfende Elfen, Wanda. Dann hättest du eigentlich Cosmo nicht. Ja, aber du hast halt, ne, weiblich. Ja. Ja, deswegen, Ich denke jetzt nicht an die Wanda aus helfende Elfen, sondern aus die aus Marvel, danke. Das ist Wanda eine fette Katze. Eine fette asoziale also, Katze. Chester war C-H-E-S-T-E-R, ne? Okay. Ja. Okay. Jo. Ich hab ein Item! Bruder, hätte ich Abschlag eingesetzt, hätte ich es umgebracht. Ja, sei froh, dass du es nicht getan hast. Ich würde trotzdem mal hier so ein, zwei Steps reinwagen und gucken, ob man hier ein Item findet. Gibt's hier ein? Das war auch mein Vorschlag, als ich vor das Vieh kam. Und ich habe Finsteraura bekommen. In der Dunkelhöhle. Also, das sagen wir so, Shelterra ist besser, als wenn ich ein Mantiops gekriegt hätte, was hier noch drin das ist. Stimmt. Finsteraura, das ist nice. Also, man kommt an Items an. Ich habe jetzt eins gefunden. Ich habe die Machtwurst bekommen. Oben langlaufen muss? Okay. Ja, oben langlaufen, dann kommt so ein, dann muss es so die, da um so eine Schleife gehen. Oh, ich hätte auch Scaraborn haben können. Ich hätte noch Cresselda bekommen können. Ich bin zufrieden mit Snorgas tatsächlich. Flucht gescheitert. Alter, Scaraborn, übertreib nicht. Muss aufpassen, Käfer ist stark gegen Dingens, ne? Alter, Scaraborn, übertreib nicht! Pokémon? Klobürste, Tausch. Jetzt stell dir vor, wie ich mit einer Klobürste durch die Gegend renne und versuche, so einen Käfer zu verscheuchen. Null. Ich hätte auch noch einen Volona bekommen können. Was ist das wie gesagt, nein, ich bin irgendwo runter. Ah, da! Ah, dann ist das hier. Okay. Ich finde eigentlich Snorgas ganz geil. Super Schutz. Aber bekommen. Ich glaube, beide kommen mir gar nicht drin, oder? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht da oben noch. Ja, ich bin jetzt rausgegangen wieder. Das ist mir. Okay. Oh, schon wieder Scaraborn. Wie aggressiv dieses Vieh einfach klingt, Alter. Bruder, Schnurrgas, chill in Aggression. Alter, Scaraborn! Ich will jetzt gucken, ob das. Okay, ich kann dann gucken. Klobürste, wieder rein. Oh Gott, die können wirklich noch männlich sein. Aha, Volltreffer! Okay. Übertreib halt, Scaraborn. Don't kill anything. Wir gucken, ob er da oben lang kann. Erstmal kurz Frigü auf 1 setzen, bis ich wieder nach Stadt bin und geheilt habe. Ich hätte auch ein Flugbella bekommen können. Ich baue mir so voll mein krasses Team auf und du bist voll bei deinem Pflanzen-Pokémon. Ich call jetzt AB4, Josh wird einfach Pflanzen. Ich habe ja niemals eine andere Chance. Es waren halt meine 4, die ich bisher habe. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, okay, komm, Kaitos, nehme ich ihn da jetzt noch mit, weil du brauchst dein Pokémon da, ne? Nee, das sind halt meine 4, die wir bisher gelinkt haben. Was war das Erste, was wir verkackt hatten? Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern, mein Gedächtnis ist richtig. Ich hätte auf der ersten Route... Es war nicht Voluminas. Voluminas war nur das Erste, was ich da gesehen hatte. Ja, Roserade. Ich hätte noch ein Pflanzen-Pokémon gehabt. Was war das letzte, was ich noch nicht hatte? Ach, das war Vati. Da habe ich Mogelbaum. Vati, stimmt. Ah, ja. Leider nicht gefangen bekommen. Immerhin, also Wasser hat keine Chance gegen mich, selbst wenn ich alle hätte gefangen. Also. Du bereitest dich nur auf Fruitless Arena vor. Ja, ich bin hier richtig vorbereitet, ey.
So, von mir aus können wir wieder in den... Ist auch so geil, lässt einfach so ein Shell-Terra hinter dir herlaufen in der freien Wildbahn, so mitten durch die Stadt. Die Menschenmassen kreischen. Wie viele Pokebälle hättest du denn rein theoretisch? Ich habe ja gerade nicht so viel ausgegeben. Ich dürfte noch so 13 haben. Ich habe 11. Wollen wir vielleicht noch mit unseren jetzt noch schwachen Viechern gucken, dass wir dieses eine Pokémon da einen Rudel doch bekommen? Weil ich habe zwei Trainer gemacht. Zu allerersten Route halt willst du, ne? Ja, zu den oben da. Ja, zu der oben. Ja, okay. Aber ich glaube, ich will nicht gerade, ob ich die Trainerkämpfe mitnehme, um halt die beiden Niedriglevligen dann einfach ein bisschen steigen zu lassen. Das kannst du ja machen. Ich meine, mein anderes Niedriglevel ist halt auch schon auf Level 8. Aber ich glaube, mitnehmen kann man sie trotzdem. Also ich mache das jetzt mit Skorkro, damit Wanda vielleicht nicht so hoch geht. Wohl einen Kampf kann ich mit Wanda machen. Oh, ich hätte auch einen Sonnenkern haben können, wo Barty war. Ja, Fußpilztausch. Ich kämpfe erstmal gegen den einen Käfer-Sammler da unten. Ich habe jede Menge Pokémon gefangen. Okay. Ja, würde ich sagen, wir nehmen noch... Oh, da hat vier Pokémon. Wir nehmen noch das eine... Dr. Stacy! Ich habe jetzt ganz kurz Dr. Strange gelegt. Das ist schon lustig. Kann Sonnenkern irgendwas anderes als Wachstum am Anfang? Ich habe hier gerade so ein wildes Sonnenkern, was zweimal, dreimal Wachstum jetzt eingesetzt hat. Oh, jetzt hätte ich ein bisschen Angst. Ich bin schneller. Und darf jetzt finishen. So, damit ist Chester... Oh, 11 EP reichen nicht für das Level up. Oh, das war sad. Fußpilz erreicht Level 7. Das ist schon mal gut. Was steht hier? Oh Gott, bin ich dumm. Warum bleib ich denn in Suck My Day drin, ne? Okay, den Käfersammler glaube ich jetzt auch, den da oben war, ne? Dann nehme ich die... Geh mal ganz schnell da wieder raus. Bitte mach mal was. Ich muss ein bisschen vorbereitet sein auf den Knuffenserturm voll Eis. Deswegen hoffe ich ja eigentlich, dass du jetzt was bekommst gegen Eis tatsächlich noch, weil du hast ja noch eine Doppelschwäche mit Shelterra bekommen. Als ob! Lass ich Chester Level 2 gegen Subiris Level 3 kämpfen? Weißt du, was gerade mein Problem ist? Ich habe Welchbüpü, Donnerbalken, Wanda und Zack My Die. Welchbüpü und Wanda können nichts gegen Prostetje machen. Donnerbalken und Zack My Die haben eine Schwäche. Aber ich habe Angst vor der Doppelschwäche, deswegen gehe ich jetzt erstmal nur auf Donnerbalken. Okay, Pokémon, ja, Doppelteam, oh Gott, Frigü müsste das jetzt leider regeln. Muss nochmal ein paar Level kriegen. Der Vorteil ist, wenn wir 5 Pokémon haben, können wir halt bis zum Arenaleiter alles clearen, ohne dass die drüber gehen. Ja, kann Pulverschnee. Wie viel macht Pulverschnee? Ach, willkommen bei der Problematik mit Pulverschnee. Okay, Donnerbalken ist OP as fuck, das macht nur 2 KP, Alter. Okay, ich bin 8 Level drüber, aber holy shit. Oh. Und ich hab's one-hitted mit Rankenhieb. Am Anfang sind 8 Junge. Sind 8 HP halt schon krass, ne? Also 8 Level meine ich. Ja, schon, aber. Okay, jetzt ist es Level 11, Alter. Donnerbalken. Wickel hat's gelernt. Ich kann ihn in die Griff. Oh, ich kann jetzt mit dem Vieh richtig trainieren. Beziehungsweise die Pokémon fangen, weil Wickel kacke ist. So, Chester wieder reinwechseln. Chester muss ja trainiert werden hier. Nach Tara. Schwimmer männlich Wellington ist der Käfersammler, der erste da beim Runterlauf. Bei mir hieß er halt fast. Ah, nee, du hast den Käfersammler, der direkt bei dem Dicken stand, ne? Genau. Ah, ich hab den nächsten. Den muss ich auf dem Rückweg mitnehmen dann. Nach Tara. Ja. Ja, Fußpilz, ne? Deine Zeit. Dr. Stacy will noch Vanessa einsetzen. Dann kommen wir jetzt wieder auf. Sag mir die. Das ist natürlich praktisch, ich will mein Schnurrgas leveln, was bekomme ich? Einen Geisttrainer. Dann Giftpuder? Doch, das nennt sie! So. Abschlag. What? Mein Fußpilz ist vergiftet. Oh nein. Mein Fußpilz ist vergiftet. Klobürste, du darfst das erste Mal angreifen. Auf geht's. Ja, Mann. Teile meine Telefonnummer auch mit dir. Ich werde das so bereuen. Ich melde mich, sobald ich etwas finde. Jetzt darfst du ganz gespannt sein. Da freue ich mich. Baby,
welches Pokémon? Geowatz, Alter, Bruder. Da muss ich gleich ein Gegengift einsetzen, sicherer. Bevor ich mich dann merke, dass meine Wahl bisher immer auf meinen Knofensa landet. Nicht auf Garados, nicht auf Skoch und nicht auf Snorlax, nein, Knofensa. Knofensa, Beste, Alter. Alter, Klobürste, Level 10,5. Ich bin 11,5 mit Knofensa. So. Warum ist Knofensa mein MVP? Warum könnte es nicht meine anderen Pokémon sein? Bitte nicht Level Downer Balken, du hast genug. Nein, ich wollte zu den Items. Warum verklicke ich mich schon wieder? Ich denke aber, wir sind so langsam durch mit der Folge, ja, ich oder? Geh noch kurz hier. Ich bin jetzt auf Route 30, ja, da können wir hier kurz beenden. Ja. Dann fangen wir in der nächsten einfach direkt Folge hier dann an. Ja, einfach direkt an hier, oder? Ja, und dann fangen wir da unten das andere Pokémon noch und dann freuen wir uns, dass wir vielleicht 5 Pokémon haben. Pflanze! Ihr könnt ja schon mal wetten, was Josh als nächstes bekommt. Genau, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was ich als nächstes für ein Pflanzen-Pokémon erwische. Ich weiß auch, warum du Vati bekommen hast. Das kann Warmbolzart lernen. Ja. Das ist die Ausrede dafür, dass das eine Pflanzenausnahme kommt. Ah, sehr schön. Dann, durch und durch. Mein Friend, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Hoffentlich sterben wir nicht. Oh, das gefällt mir. Gutes Spiel. Beste. Ciao, das ist wie Downstaff, Leute. Wie Downstaff. Tschüssi. Haut rein. Bis dann, wenn auch immer die nächste Folge kommt.